Herzlich willkommen in der Kunsthalle Nürnberg und in unserer neuen Ausstellung Barbara Probst, Streets, Fashion, Nudes, Still Lives. Wir haben unsere Ausstellung in den vergangenen 2 Wochen aufgebaut. Eigentlich war geplant, dass wir sie gemeinsam mit Barbara Probst aufbauen. Aufgrund der pandemischen Lage, Barbara Probst lebt in New York, ist es nicht möglich gewesen. Wir haben uns beholfen mit Modellen, mit Lageplänen, mit vielen Skype-Gesprächen und haben auch auf diesem Weg diese Ausstellung aufbauen können. Und eigentlich war auch geplant, dass wir ein Künstlergespräch heute Abend führen. Und nun haben wir uns entschieden, das auf anderem Wege zu versuchen, ein Gespräch zwischen Nürnberg und New York, zwischen der Kunsthalle und dem Studio in New York. Das heißt, Sie sehen jetzt mich. Ich werde Barbara Probst 5 Fragen stellen und Barbara Probst hat die Möglichkeit, in ihrem Studio in New York diese Fragen zu beantworten. Wir werden das alles so aneinander schneiden, dass es hoffentlich einen interessanten ersten Einblick in diese Ausstellung gibt. Liebe Barbara, die Ausstellung hier in der Kunsthalle Nürnberg startet mit Exposure #1. Das ist die allererste Arbeit aus dieser Werkreihe der Exposures, mit der du dich jetzt seit über 20 Jahren beschäftigst und die auch inzwischen über 160 Arbeiten umfasst. Exposure #1 ist ein 12-teiliges Bildtableau. Es entstand 2000 auf einem Hochhausdach in New York und es zeigt dich selbst bei einem nächtlichen Sprung. Und es gilt hier schon, was dann auch für alle folgenden Exposures gelten wird, nämlich, dass du simultan aus verschiedenen Kameraperspektiven eine Situation erfasst. Die Kameras sind über Funkwellen gesteuert, aneinander gekoppelt und damit ermöglichst du uns eine multiperspektivische Sichtweise auf eine Situation, ohne dass wir dafür unseren physischen Standort verändern müssten. Und damit zeigst du uns natürlich auch ein visuelles Paradoxon, weil das dem Menschen eigentlich nicht möglich ist. Also wir können nicht, wir müssten zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sein, um diesen Eindruck ansonsten zu gewinnen. Und das können wir zumindest Stand heute eben noch nicht. Ja, vielleicht kannst du uns einfach etwas zu den Exposures erzählen und skizzieren, was auch zu diesem allerersten Exposure geführt hat. Was waren deine Gedanken? Und vielleicht kannst du uns auch den Werktitel erklären. Also was bedeutet dieser Titel Exposure für dich? Extremely busy in New York. Broadway. This is recording. Da muss ich zurückdenken zu der Zeit vor 2000. Meine Interessen haben sich natürlich jetzt etwas verschoben, woanders hin. Aber damals und auch überhaupt von Anfang an mit Fotografie hat mich eigentlich dieses Medium nie als Medium interessiert, mit dem ich Bilder herstellen kann oder Bilder finden kann, sondern als Medium, das sich vielleicht selbst beobachten kann oder selbst über sich was heraus oder mit dem ich etwas über das Medium herausfinden kann. Weil mir Fotografie hat mich als Medium extrem fasziniert, weil es eben da diese Spur der Wirklichkeit in ihr gibt. Und ich habe Bildhauerei studiert und da gibt es die Spur der Wirklichkeit ist nicht übertragbar. Also da ist immer die Hand dazwischen von dem, was man sieht und dann, was man baut oder macht oder modelliert. Es gibt da keine Spur der Wirklichkeit. Und da hatte ich dann so eine Sensibilität für diese. Also als ich in der Dunkelkammer gesehen habe, wie diese Spuren rauskommen, die wirklich wie ein Abdruck sein könnten der Wirklichkeit. Das hat mich sehr fasziniert, aber gleichzeitig habe ich dem auch irgendwie nicht ganz getraut und wollte darüber mehr herausfinden. Ich meine, Fotografie ist ja ein
ein Medium, das die Wirklichkeit abbildet, aber nicht direkt mit der Hand, sondern es ist ein Apparat dazwischen, eine Maschine. Und da ist die Frage, wie viel Subjektivität da auf beiden Seiten ist. Also wie viel Subjektivität ist bei der Herstellung, beim Machen einer Fotografie dabei und dann auch wieder beim Anschauen einer Fotografie vom Betrachter aus, also von beiden Seiten. Das hat mich sehr interessiert, also was macht der Betrachter mit der Fotografie und was macht der Fotograf mit der Welt, wenn er sie in ein Bild übersetzt. Und wie viel Wirklichkeit ist von dieser Welt, von diesem Moment noch im Bild übrig? Letztendlich läuft es auf eine Untersuchung hinaus, und um mehr über dieses Verhältnis von Fotografie und Realität herauszufinden, bin ich zu diesem Experiment gekommen, das zu Exposure Nummer 1 geführt hat. Also ich wollte mir den gleichen Augenblick, die gleiche Sache aus unterschiedlichen Winkeln anschauen oder die Kameras anschauen lassen und sehen, wie sich dann diese Bilder zueinander verhalten. Also wenn ich 12 Kameras in verschiedenen Positionen das Gleiche im gleichen Augenblick anschauen lasse, dann kann ich auch die Bilder, die ich dadurch erhalte, vergleichen. Die sind kompatibel. Aber nochmal auf dieses Experiment zurückzukommen, es hat mich damals sehr verwundert, dass das noch niemand gemacht hat, weil es eigentlich so eine naheliegende Vorgehensweise ist, wenn man über dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Realität mehr wissen will. Und vielleicht ist das, es ist ja so viel geschrieben darüber, also in der Philosophie und in der Theorie, aber eigentlich gibt es keine Bilder, die sich damit stärker befasst haben. Ich tue es jetzt seit über 20 Jahren und es führt mich eine Frage zur nächsten. Und vielleicht gibt es irgendwann keine Frage mehr und ich werde irgendwie diese Vorgehensweise vielleicht nicht mehr anwenden. Aber über diese mehr als 20 Jahre hat sich da eigentlich immer wieder was Neues ergeben. Zu dem Titel noch, weil du gefragt hast, dass Exposure hat ja zwei Bedeutungen, also eine ganz technische Aufnahme und Enthüllung. Und es ist eigentlich ganz schön, dass es so zwei sehr gegensätzliche Bedeutungen hat in sich. Und ich wollte den Titel ganz faktisch haben. Also der heißt Exposure und dann ist die nummeriert, jede Exposure. Und dann ist auch der Ort im Titel und die genaue Zeit. Und dann schwingt natürlich in Exposure auch diese Enthüllung da noch mit unterschwellig in diesem faktischen Titel. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, bei allen deinen Exposures liegt der Fokus ja auf der zentralen Frage nach unserer Wahrnehmung. Wir werden zur Analyse, wir werden zur kritischen Hinterfragung aufgefordert, denn deine Bildreihen zeigen ja, auch im exakt gleichen Moment kann die Welt völlig anders aussehen, kann sie auch eine andere Deutung erfahren, wenn wir nur unseren Standpunkt verändern. Und diese Erkenntnis provoziert natürlich eine generelle Hinterfragung unseres Realitätsbegriffes, denn wie können wir
davon ausgehen, dass unsere Wahrheit die einzig wahre ist, wenn wir doch wissen, dass eine Situation auch völlig anders wahrgenommen werden kann. Das finde ich eine spannende und wichtige Erkenntnis, gerade in einer Zeit, wo uns von sehr vielen Protagonisten immer wieder sehr einfache Wahrheiten angeboten werden, die aber der Komplexität unserer Welt nicht gerecht werden. Ja, vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie für dich das Spannungsverhältnis zwischen Fotografie und Realität aussieht. Ja, es ist genau so, dass verschiedene Protagonisten einfache Wahrheiten anbieten. Und es ist vielleicht gerade über das letzte Jahr noch besonders deutlich geworden. Und ich würde sagen, Fotografie ist eine davon, eine von den Protagonisten, die uns einfache Wahrheiten anbieten. Die Kraft, die die Fotografie hat, hat sie ja eigentlich dadurch, dass sie an die Realität angebunden ist, dass sie uns dazu verführen kann, ihr zu glauben. Und ich habe eigentlich besonders letztes Jahr, als die Fronten sich angefangen haben, so zu verhärten, bemerkt oder gedacht, dass meine Arbeit da so eine Akutheit bekommt, weil ich irgendwie zwischen dieses Schwarz und Weiß und das Ja und Nein versuche, alle anderen, also Raum aufzumachen für unendlich mögliche andere Standpunkte, die es dazwischen gibt und die es ja wirklich gibt in jedem, in jeder Problematik. Und wenn man wenn man realisiert oder sich darüber bewusst ist, dass eine Fotografie nur die Möglichkeit einer Darstellung ist, also die Kamera könnte überall stehen und nicht, dass sie die Darstellung ist eines Dinges, eines Moments, dann kann die Fotografie eigentlich gar nicht mehr die Kraft entfalten, die sie manchmal entfalten kann. Die kann sehr gut für Propaganda verwendet werden. Aber interessant ist ja auch, dass was ich in meiner Arbeit eigentlich herausgefunden habe, dass dass alle Bilder in einer Reihe, also alle die gleichzeitigen Bilder, dass die alle genau die gleiche Berechtigung haben, über diesen Moment eine Aussage zu treffen. Also dass keine mehr wahr oder weniger wahr oder mehr falsch oder weniger falsch, weil sie eben alle vom gleichen Augenblick sind. Und die Kameras stehen woanders, die haben andere Standpunkte, die haben andere Einstellungen, die haben andere Blickwinkel. Und daraus ergibt sich eine völlig andere, ein völlig anderes Lesen dieses Augenblicks durch die Kamera. Und eine Kamera ist ja gebaut wie ein Auge. Also Kamera hat ein Auge, wir haben zwei Augen. Wir haben Linsen, die sich öffnen und schließen. Kameras sind eigentlich wunderbare Stellvertreter für Menschen. Jetzt in meiner Arbeit sind die eigentlich für mich so eine Art Stellvertreter für Menschen, die könnten eine Situation so sehen, aber du kannst es auch ganz anders sehen von einem anderen Blickwinkel. Und es hat genau die gleiche Berechtigung, die gleiche Wahrheit, weil man eine andere Lebensgeschichte hat, weil man anders wahrnimmt, schon physiologisch anders wahrnimmt, aber auch anders fühlt, denkt. Jeder hat da eine völlig andere Wahrnehmung und die sind alle berechtigt. Im Grunde steckt da auch was Politisches drin. Es ist eine demokratische Idee, dass jede Stimme gleich viel Wert hat. Ja, wir haben uns für den Ausstellungstitel Barbara Probst, Streets, Fashion, Nudes, Still Lives entschieden und zeigen damit ja auch, dass deine Arbeit eine Auseinandersetzung mit den traditionellen
fotografischen Genres bietet und diese auch eine große Relevanz für dich haben. Deine Exposures thematisieren das Porträt, das Stillleben, den Akt, die Straßen- und die Modefotografie. Es ist aber dabei sehr augenfällig, dass sich deine Arbeiten eben einer simplen, genrespezifischen Einordnung entziehen. Wir merken sehr schnell, dass die Exposures eben nicht Straßenfotografie oder Stillleben sind, sondern dass sie Straßenfotografie und Stillleben sind, dass sie Mode und Straßenfotografie sind, dass sie Mode, Fotografie und Porträt sind. Also das heißt, du thematisierst die Genres, aber du versuchst sie auch mit neuen und individuellen Fragestellungen zu verknüpfen. Ja, vielleicht kannst du uns etwas erzählen über den Umgang mit den Bildtraditionen und auch darüber, wie ein unverbrauchter Blick auf diese bestehenden Traditionen überhaupt möglich für dich ist. Ein unverbrauchter Blick ist für mich ein Blick, in dem man sich erlaubt, alles zu vergessen, was man weiß über das, was man anschaut. Ist manchmal gar nicht so leicht, aber da kann man eigentlich dann wirklich direkt schauen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Bild im Museum anschaut, ein Gemälde, und man muss nicht unbedingt gleich wissen, aus welchem Jahrhundert es ist und wer es gemalt hat und was es bedeutet, sondern man sieht eigentlich mit seinem Inneren vielleicht, mit seinem inneren Auge. Und man vergisst den Kopf und lässt sich sehen. Das ist ein unverbrauchter Blick, und der ist sehr hilfreich. Es ist sehr hilfreich, den zu haben, weil man da mehr sieht, würde ich sagen. Und ich versuche, den zu haben, wenn ich arbeite. Ich versuche, möglichst viel zu wissen über das, was ich mache. Also ich habe mir zum Beispiel, bevor ich mich mit den Stillleben angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich damit beschäftigt, Stillleben in Museen anzuschauen und in Büchern, speziell die holländischen Stillleben, die Gemälde aus dem 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert, die sind so reich, und ich habe eigentlich da dieses Genre des Stillleben erst entdeckt. Und dann ist es eigentlich in der Arbeit wichtig, das alles, also alles zu vergessen und sich selbst einzubringen oder mich selbst einzubringen in dem Moment oder in der Vorbereitungsphase. Dadurch, dass ich das aber alles weiß, was ich mir da davor sozusagen angeschaut habe und angeeignet habe, spielt es auch irgendwie mit, ohne dass ich das jetzt bewusst einsetzen muss. Und dann kann das eigentlich viel spielerischer sein und viel offener. Deswegen interessieren mich eigentlich diese Genres so sehr, die ich jetzt da in den letzten Jahren verstärkt aufgegriffen habe. Also die Mode, Akt, Stillleben, Straßen habe ich schon immer gemacht. Aber es ist so interessant, sich da in einer Reihe zu sehen oder etwas aufzugreifen, was Künstler vor vielen Generationen eingeübt haben in einem Genre. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Stillleben bleiben, wie
versiert, diese Stillleben sind, die da gemalt worden sind damals. Und da etwas aufzugreifen und das mit meinen Mitteln, sei es jetzt technisch oder künstlerisch, zu übersetzen, in meiner Zeit, mit meinen Einflüssen, mit meinen Ideen, in das Jetzt zu übersetzen und in meine Sprache zu übersetzen, ist das finde ich extrem interessant. Man entwickelt eigentlich etwas weiter und also manchmal ist es so im Museum, dass ich das Gefühl habe, mir wirft jemand von diesem aus diesen alten Gemälde, wenn ich zum Beispiel Longhi anschaue im Metropolitan Museum, da kann ich stundenlang davor sitzen. Und ich habe das Gefühl, mir wirft da dieser Maler einen Ball zu, den ich dann nehmen kann. Und ich kann damit spielen und hoffe, den auch wieder weiterwerfen zu können vielleicht. Wenn jemand meine Arbeit anschaut. Und das spielt eigentlich Zeit keine Rolle. Also das geht dann über Generationen. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja, in der Ausstellung hängen auch einige deiner Fashion-Fotografien, die du initial im Auftrag von Modeunternehmen wie zum Beispiel Marni oder Versace aufgenommen hast oder die auch als Editorials für verschiedene Magazine wie die Vogue Italia oder das britische Architektur- und Designmagazin Wallpaper aufgenommen hast. Hier im großen Saal der Kunsthalle, der ursprünglich auch mal der Skulpturensaal war, hängen dann eine Reihe deiner Aktfotografien. Und diese Beschäftigung mit dem Akt war eine Konsequenz auf die Modeaufnahmen, in denen naturgemäß sehr die Kleidung, das Make-up, die Haare der Models im Fokus standen. Alles Komponenten, die natürlich bei der Aktfotografie keine Relevanz besitzen. Und du wolltest, so hast du es mal formuliert, mit dem Körper ja im Sinne einer mit fotografischen Mitteln entstandenen Skulptur arbeiten. Vielleicht kannst du etwas über diesen Prozess erzählen, auch darüber, dass die Beschäftigung ja mit der Bildhauerei eine bildhauerische Perspektive auch in deiner Biografie ja steckt. Und daran anschließend, gerade bei den Aktfotografien, sehen wir die auf den Stativen stehenden Kameras, die das Model quasi umstellen. Sie werden zu Komplizen, zum Stellvertreter von auch unserem Blick. Vielleicht kannst du auch zu diesem Punkt etwas sagen. Als ich mich entschieden habe, wieder zum Akt zurückzukommen in der Fotografie oder zum ersten Mal Akt zu fotografieren, aber zurückzukommen zu meinem Aktstudium, war das eigentlich fast wie ein Schließen des Kreises, weil ich habe Bildhauerei studiert. Und für mein Empfinden nie aufgehört, eine Bildhauerin zu sein, weil diese Wahrnehmung aus verschiedenen Perspektiven eigentlich eine bildhauerische Sicht auf die Welt ist. Ich habe Bildhauerei in München studiert und 3 Jahre lang jeden Vormittag Akt modelliert, lebensgroßen Akt modelliert. Da war ein Aktmodell, männlich oder weiblich, in der Mitte auf einem Drehsockel und wir waren außenrum. Jeder hatte eine Figur mit Ton, an der gearbeitet wurde. Und dann haben wir alle 15 Minuten den Sockel ein bisschen gedreht, so 30 Grad, 25 Grad, damit wir sozusagen jeden Winkel sehen konnten. Im Laufe von 3 Stunden haben wir dann sozusagen den Akt vielleicht 2-mal gedreht um seine Achse und jeder hat jeden Winkel bekommen fast.
Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt und ich habe sehr viel gelernt über Beobachtung und die Umsetzung der Beobachtung in die Form. Und ich bin dann zur Fotografie ganz langsam übergewechselt. Zuerst noch mit Rauminstallationen und dann irgendwann war es nur noch Fotografie. Aber diese fotografische Arbeit ist eben auch sehr räumlich. Und wie ich eigentlich dann erst später entdeckt habe, ist es fast eigentlich eine Analogie zu diesem Aktstudium gewesen, weil ich sozusagen mit den Kameras ein Modell oder eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln auch anschaue. Das habe ich aber nicht bewusst gemacht. Also das ist mir erst irgendwie nach 10 Jahren oder bewusst geworden, wie viel das eigentlich damit zu tun hat. Und vor 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich mich dann entschlossen, wirklich dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und wirklich auch Akt zu fotografieren auf diese Weise der Gleichzeitigkeit und der verschiedenen Blickwinkel. Also fast da genau zurückzugehen, zu meinem Studium des Aktstudiums, aber mit Fotografie eben. Also eigentlich habe ich dann versucht, mit Fotografie eine Skulptur zu machen. Ich habe also ein weibliches Modell hatte ich in der Mitte und habe die Kameras drumherum gestellt. Und habe dann gleichzeitig fotografiert. Was ich dann bekommen habe, waren Bilder, die die Kameras gezeigt haben, als auch den Akt. Also wir sehen dann als Betrachter die Kameras auf den Akt schauen. Natürlich schauen wir selbst auch auf den Akt, aber wir schauen auch auf die Kameras, die auf den Akt schauen. Also wir sehen uns damit auch selber schauen. Also in diesen Aktbildern ist natürlich der Akt formal ein Mittelpunkt, aber eigentlich geht es ums Schauen, weil diese Kameras zwischen uns und dem Akt stehen und uns sozusagen stören, den Akt direkt anzuschauen und nur den Akt. Und wie in den meisten anderen Arbeiten bei mir ist eben nicht das im Mittelpunkt, was fotografiert wird, sondern wie es angeschaut wird, ist im Mittelpunkt. Das Schauen selbst ist im Mittelpunkt. Wie schaue ich was an? Nicht was schaue ich an. Ja, im letzten Ausstellungsraum der Kunsthalle zeigen wir einige deiner ganz aktuellen Werke aus dem Bereich der Street Photography, die während des durch die Corona-Pandemie bedingten Shutdowns in New York entstanden sind. Wir sehen die Straßen von New York, wie wir sie nicht kennen. Es gibt kein hektisches Treiben, der absolute Stillstand. Und ein Model, das auf den Straßen dieser Metropole steht, wie eine Vase auf dem Tisch. Diese Straßenfotografien erscheinen wie Stillleben, die ausgewählte, symbolhafte Objekte wie auf einer Bühne kunstvoll inszenieren. Vielleicht kannst du uns etwas generell sagen über deine Arbeiten aus dem Bereich der Street Photography, darüber, in welchen Traditionen du dich siehst, wo du deine Arbeiten einordnen würdest. Vielleicht auch noch mal etwas zu dem Umgang mit den verschiedenen fotografischen Genres, die auch hier Relevanz haben. Und vielleicht würdest du uns auch etwas darüber erzählen, wie du die Situation und die Stimmung in New York wahrgenommen hast im Frühjahr 2020 und die diese Fotoreihe
diese Exposures Hashtag 150 bis Hashtag 158 extrem prägen. Das Lockdown letztes Frühjahr 2020 war extrem erstaunlich, weil die Stadt so übervölkert ist, so energiegeladen und so strotzend vor Kraft, Erfolg und Glamour ist, dass dieses totale Ausbleiben von all dem und die totale Stille und Leergefegtheit so eindrucksvoll war, dass ich das nie vergessen werde. Und es waren auch keine Autos mehr in den Straßen, es waren auch keine Autos geparkt. Also es war irgendwie, ich glaube, so muss es in den 70er Jahren gewesen sein in Soho, die Straßen waren leer, keine Menschen und es war total still. Und ich bin am Anfang da spazieren gegangen und das war eine unglaubliche Schönheit und eine gleichzeitige eine Düsterkeit da. Und ich habe mich dann entschieden, anzufangen, dort zu arbeiten. Auch, also ich hatte eine Idee, wie ich vorgehen könnte, aber ich habe mich auch gefreut, also diese Arbeit zu haben, dann, weil sie mich eigentlich ein bisschen lebendig erhalten hat. Und ich habe ein Modell gefunden und manchmal hatte ich auch zwei Modelle und habe immer drei Kameras verwendet und habe das Modell dann oder die zwei Modelle wie eine Vase in die Mitte der Straße gestellt. Es gab ja keinen Verkehr und habe dann aus drei Perspektiven fotografiert. Und auch schon beim Fotografieren und bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass das sehr stilllebenartig wird. Sogar meine Assistentin hat dann während des Shoots hat sie gesagt, das ist ja wie deine Stillleben, die du da machst. Diese Dinge, die normalerweise so eingebunden sind in oder die man gar nicht beachtet, also Briefkästen, Ampeln, die Markierungen auf den Straßen und auch die Fassaden, die so klar dann rausgekommen sind, das waren alles Elemente dieses Stilllebens und eben dann das Modell. Also das Modell ist dann zum Objekt geworden. Und diese Straßenbilder die wirken wohl deswegen so ungewöhnlich, weil sie von New York sind und weil sie eigentlich an Stillleben erinnern. Also der Zusammenhang zwischen Stillleben und Straßenszene war völlig undenkbar davor. Was mir aber auch besonders daran gefällt, ist, dass ich eigentlich in meiner Arbeit immer versuche, verschiedene Genres zusammenzubringen in einer Arbeit. Versuche, eine Reihe von Bildern zu machen, in der vielleicht jedes Bild in ein anderes Genre geht, im Idealfall. Das ist schwierig, aber ich versuche das oft, um diese Verschiedenartigkeit der Blick, der Sehweisen herauszuarbeiten. Ja, ich hoffe, dass dieses Gespräch zwischen der Kunsthalle Nürnberg und New York Ihnen Freude gemacht hat und dass Sie erste Einblicke in diese faszinierende Ausstellung gewinnen konnten. Barbara Probst hat uns aus New York noch einen Wunsch geschickt. Ich möchte noch ganz kurz was sagen, weil bei uns in New York die Museen eigentlich seit letztem Sommer wieder auf sind. Und ich glaube, das ist für sehr viele Menschen wirklich wichtig, rausgehen zu können und sich Kunst anzuschauen. Und ich hoffe, dass das in Deutschland auch bald passieren kann. Es gibt ja nicht nur die
die physische Gesundheit, die wichtig für uns ist, sondern auch die seelische, die mentale Gesundheit, die vielleicht wichtiger ist für uns, als wir denken. Und Kunst, Musik, Literatur, die Dinge, die helfen den Menschen, lebendig zu werden, sich zu öffnen, über den Tellerrand zu schauen. Der ist sehr klein jetzt, der Teller gerade. Und ich hoffe, es öffnet sich bald.